und zwar an Lena Schumm. Sie ist Mitgründerin der Nachhaltigkeitsplattform Aware. Lena, du hast heute gleich eine ganze Gruppe mitgebracht und ihr sprecht, wenn ich das richtig verstehe, über die Transformation im Verkehr. Richtig. Vielen Dank für diese nette Überleitung und einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde sagen, bevor wir starten, würde ich ganz gerne einfach mal darüber aufklären, was wir bei Aware eigentlich machen. Ich bin nämlich sehr, sehr froh, dass wir im Namen von Aware heute Teil von Hey Hamburg sein dürfen und dieses Panel kuratieren dürfen. Denn Aware ist Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform, die Unternehmen sowie Konsumenten dabei helfen möchte, ihre Klimaziele zu erreichen. Und wie machen wir das eigentlich? Wir haben ein Corporate-Programm entwickelt, wo wir Unternehmen in Form von unterschiedlichen Eventformaten Wissen vermitteln wollen, tatsächlich im Bereich Nachhaltigkeit, also so eine Art Mitarbeiterfortbildung, und zum anderen eine Community, ein Netzwerk bieten, um sich miteinander auszutauschen, industrieübergreifend, und auch gemeinschaftlich versuchen, Lösungen zu finden. Und tatsächlich leben wir dabei von dieser kollaborativen Energie. Also mal zu fragen, sag mal, wie macht ihr das eigentlich mit der Nachhaltigkeit? Und am Ende des Tages vielleicht zu verstehen, was sind denn die Pain Points der anderen Mitglieder und wie kann man sogar bestenfalls gemeinschaftlich Lösungen finden? Das heißt, wir wollen eigentlich unseren Membern eine Art Guidance auf ihrem Weg in die Nachhaltigkeit bieten und auch eine Plattform schaffen für den Austausch. Und deswegen freue ich mich sehr, heute zwei Gäste mitzubringen und natürlich auch zwei Member. Zum einen den Dr. Christian Knörde, Head of Venture Building bei Porsche Digital, und Jörn Nitschmann, Head of Manufacturing Automotive bei Fujitsu. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid, dass ihr die Zeit gefunden habt, in schöne Hamburg zu kommen, um mit mir heute dieses schöne Panel bestreiten wollt und über das Thema sprechen, was kann eigentlich oder wie kann eigentlich Technologie die nachhaltige Mobilität beeinflussen. Bevor wir anfangen, ich würde jetzt am liebsten mit euch erstmal über Transformation sprechen. Warum? Ich glaube, jeder von uns hat schon mal einen transformativen Prozess durchlebt. Ich fange einfach mal mit meiner persönlichen Geschichte an und bin dann total gespannt, was für eine Geschichte ihr uns mitbringen könnt. Also ich selber, Co-Founderin von Aware, ich bin eigentlich ehemalige Profifußballerin und bin dann aus der Liebe zum Sport erstmal bei Nike gelandet. Jetzt mag man sich vielleicht fragen, Fußball? Nike, Nachhaltigkeit, wo ist da eigentlich der Zusammenhang? Ich muss sagen, mir wurde die Nachhaltigkeit sozusagen in die Wiege gelegt. Mein Vater ist nämlich eigentlich Unternehmer im Bereich regenerative Energien. Ich bin auf dem Biobauernhof groß geworden, in Dithmarschen, also nicht ganz so weit von hier. Und ja, ich bin demnach relativ früh mit diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, regenerative Energien, lokale Ernährung sehr viel groß geworden und deswegen, lange wusste ich nicht genau, wie kann ich das eigentlich beruflich auch für mich vereinen, bis ich Kim Fischer traf, meine Co-Founderin, und sie mir davon erzählte, eine Plattform aufzubauen, wo man industrieübergreifend Player zusammenbringt, um gemeinschaftlich an einer nachhaltigen Transformation zu arbeiten. Und ich fand diese Idee riesig, habe mich sehr gefreut und gesagt, ich wollte unbedingt dabei sein. Und da sind wir jetzt. Und das ist meine kleine transformative Geschichte. Christian, was ist deine Transformation? Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Transformation ist für mich irgendwie ein schwieriger Begriff, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe neulich ein Unternehmen getroffen und wir wollten kollaborieren und dann war die Antwort, Christian, wir müssen erstmal digitale Transformation machen und wenn wir dann fertig sind, dann habe ich Zeit für dich. Und ich glaube, viele haben nicht verstanden, wo wir uns gerade befinden und deswegen will ich vielleicht erstmal ein bisschen erklären, also für mich gibt es verschiedene, ich würde es eher Veränderungen nennen, weil ich glaube, es gibt, Transformation hat immer so den Eindruck im Deutschen, somit es gibt einen Startpunkt und einen Endpunkt und dann ist alles fertig. Und ich glaube, es gibt verschiedene Impulse, warum ich mich verändern muss. Das erste ist, ich muss mich verändern, weil es schon viel zu spät ist. Das ist immer der schlechte Fall. Dann muss ich mich verändern, weil ich merke, es kommt was und ich muss dringend handeln. Und dann gibt es den dritten Zustand für mich und das ist der Idealzustand, dass ich eigentlich im permanenten Zustand der Erneuerung bin und Veränderung permanent ist. Und warum sage ich das? Wir sind heute hier in Hamburg. Ich glaube, Hamburg ist eine Stadt, die für Offenheit steht. Warum? Weil hier viel Durchlauf war an Kulturen. Man offen ist, weil man eigentlich Konfrontation hat mit verschiedenen Kulturen und verschiedenen Impulsen. Und daraus ergibt sich dann eigentlich eine Kultur auch der permanenten Veränderung. Jetzt beantworte ich dir deine Frage, was meine eigentliche Story ist. Ich glaube, ich war am Anfang in meinem ersten Leben eigentlich sehr stark
ja, jemand, der im Unternehmensberatungsumfeld tätig war. Ich war in meinem zweiten Leben dann eigentlich sehr stark in der Unternehmensstrategie bei Daimler und bei Porsche tätig. Jetzt in meinem dritten beruflichen Leben sozusagen bin ich zuständig für das Thema Company Building. Das heißt, wir entwickeln digitale neue Geschäftsmodelle, um zusammen mit anderen Unternehmen und Gründern vor allem neue Geschäftsmodelle auf den Weg zu bringen und ein bisschen die Welt auch besser zu machen und wirklich auch einen Impact zu bewirken. Und deswegen ist, glaube ich, das Thema Offenheit und Perspektivenvielfalt ein ganz wichtiger Faktor, um eine Veränderung zu bewirken, aber eben keine Transformation aus meiner Sicht. Wahrscheinlich auch sehr viel Mut, sich aus seiner eigenen Komfortzone mal herauszubewegen. Jörn, was für eine Geschichte hast du für uns auf Lager? Ja, erstmal danke, dass ich auch heute dabei sein darf und mich mit euch hier austauschen darf in Hamburg. Immer wieder schön herzukommen und tatsächlich war es ja für viele von uns doch eine ganze Durchstrecke, bis wir tatsächlich mal bei Veranstaltungen waren. Ja, die Transformation, die sich bei mir so eingeleitet hat, ist eigentlich, dass wir traditionell als Fujitsu immer stark in Technologien auch tatsächlich unterwegs waren und hier dann auch einfach Anwendungen, Applikationen abgebildet haben, mit Servern, mit Speichersystemen und so weiter und so fort. Und wir dann irgendwann gemerkt haben, naja, das ist es natürlich nicht. Wir müssen viel stärker noch da reingucken, was beim Kunden eigentlich damit passiert, ja, in den Fertigungen, in etwa Mobilitätskonzepten und so weiter. Und wie können wir das auch einbringen? Auch meine persönliche Transformation begann eigentlich dann, als ich viel häufiger noch in Japan war, unseren japanischen Kollegen dabei zugesehen habe, dass da das Thema, was kann ich denn der Gesellschaft tatsächlich mit Technologie auch zurückgeben? Und nicht nur das sture Verkaufen eines Server- oder Speichersystems etwa oder bei der Beratung obendrauf. Und das hat sich eben auch in meiner Denke da jetzt viel tiefer noch implementiert. Vielleicht haben wir gleich noch die Gelegenheit, ein paar dieser Themen dann auch tatsächlich zu nennen, wo es nicht mehr um die reine Technologie als solches geht, sondern etwa einen Ablauf zu verstehen und dann zu gucken, wie kann ich das denn bestmöglich unterstützen. Und mittlerweile sind wir da, denke ich, auch soweit, dann auch einfach viel besser zu verstehen, wen braucht es eigentlich dafür, rechts und links, neben der eigentlichen Technologiefähigkeit, die man dann mitbringt, um solche Themen auch gesamtheitlich abzubilden. Auf einmal kommen ganz neue Konstellationen zustande. Früher waren wir sehr kundenfokussiert, ja, und der hat seine Infrastruktur dann angewendet. Wir haben den Service darauf geliefert und so weiter. Und mittlerweile reden wir mit Startups und so weiter und versuchen daraus die bestmögliche Möglichkeit auch tatsächlich zu realisieren. Das ist so die Story, die auch mit einhergeht und dass wir eben auch in der Veränderung des Ganzen viel stärker noch im Vertikalen zu denken. Deswegen, ihr habt ja eben meinen Titel erwähnt, Head of Manufacturing und Automotive, und da geht es eigentlich viel mehr um viel mehr als jetzt wirklich nur eine Technologie etwa ins Auto oder um die Fertigungsprozesse darzustellen. Sehr, sehr spannend. Du hast eigentlich auch schon ein bisschen die Frage beantwortet, warum wir jetzt eigentlich gerade über Transformation sprechen, weil im Endeffekt auf dem Weg zu den Pariser Klimazielen müssen wir noch so einige transformative Prozesse durchleben und eben natürlich auch in der Mobilität. Ein ganz starker Treiber in dem Feld ist natürlich Technologie. Jörn, bei Fujitsu arbeitet ihr auch sehr viel im Bereich Mobilitätstransformation. Wie denkst du denn, oder was ist deine Meinung, wie kann eigentlich Technologie die nachhaltige Mobilität beeinflussen und wie sieht so eine Journey aus? Naja, die sieht erstmal in der Mobilität nicht viel anders aus als in anderen Bereichen auch und deswegen auch diese Verbindung mit der Fertigungsbranche beispielsweise, wo es darum geht, Fertigungsprozesse zu optimieren, Roboter zu optimieren, die in so einer Fertigungsstraße ablaufen. Da geht es am Ende des Tages geht's um Daten. Ja, Daten müssen erfasst werden, müssen verarbeitet werden und dann womöglich noch in einer kombinatorischen Zusammenstellung eben ausgewertet werden und dann Einfluss genommen werden. Sondern jetzt geht es zum Beispiel in der Fertigung darum, jetzt einen Roboter dahingehend zu optimieren, dass er die Schmeißpunkte beim Fahrzeugzusammenbau tatsächlich optimiert, die Routen der Roboterarme bestmöglich darstellt. Und das kann ich natürlich wieder eins zu eins nehmen, auch auf Mobilitätsthemen anwenden, weil da geht es auch darum, Kombinatorik abzubilden von einem Mobilitätsträger, sei es ein Scooter, sei es ein Mietwagen, sei es etwa ein Bus oder Bahn, mit anderen Dingen ranzugeben und dann die möglichen Wege auch abzufahren. Das kannst du also schon eins zu eins mit dahernehmen. Das heißt, die Technologie, die ursprünglich mal für einen ganz anderen Bereich geplant war und gedacht war, findet jetzt auf einmal ganz vielfältige Anwendungsfälle, wo wir dann genau diese Applikationen dann auch tatsächlich optimieren können. Ja, kannst du uns irgendwelche Beispiele nennen für Innovationen, die genau diesen Weg ebnen in eine nachhaltige Mobilität?
Ja, wir haben zum Beispiel jetzt, wo wir gerade in Hamburg hier sitzen, ist ja immer ideal. Man hat den Hafen tatsächlich davor und es gibt tatsächlich ein sehr, sehr schönes Projekt, was wir derzeit gemeinsam mit der Hamburg Port Authority machen. Das nennt sich Mozart. Da geht es darum, eben den Verkehr in den Hafen hinein und aus dem Hafen hinaus wirklich besser zu orchestrieren. Da geht es eben darum, die Lkw, die tagtäglich in den Hafen reinfahren, zu Spitzenzeiten sind es knapp 17.000 Lkw, die hier die B- und Entladeprozesse mit begleiten. Und jeder, der sich hier schon mal im Hafen offen gehalten hat, weiß halt eben, das wird immer sehr, sehr voll. Gerade LKWs nehmen sehr viel Platz weg. Der individuelle Verkehr wird auch noch durchgeführt. Es gibt eine Anzahl von Ampeln, die das regeln. Es gab auch vorher eine Art dynamische Ampelsteuerung. Wir wenden jetzt hier eine Technologie an, die tatsächlich aus diesen Fertigungsumfeldern kam, die auch genau dieses Thema mit den Robotern beispielsweise unterstützt hat. Das ist eine Vortechnologie zum künftigen Quantencomputing, wo wir mit dem Digital Denila aus unserem Hause eben in der Lage sind, diese kombinatorischen Probleme aus der Anzahl der Lkw, die irgendwo reingehen, die Containerschiffe, die entladen werden müssen, gleichzeitig die anderen PKWs, die zu den Ampeln kommen, zu optimieren und damit den Verkehrsfluss im Hafen zu optimieren und natürlich auch wieder raus zu optimieren und den Ampelsteuerungen eine bessere Dynamik auch zu gewährleisten. Das ist ein Einfluss, der natürlich sofort auch messbar wird in CO2-Ausstoß. Dieses Start-Stopp wird verringert. Fahrzeuge fließen nach Möglichkeit in den Hafen und auch entsprechend wieder raus. Das ist eben jetzt genau so ein Thema, wo ich sage, da kommt Technologie sinnhaft wirklich zum Einsatz und es ist auch sofort messbar, was es dann auch bringt. Jetzt muss man sich das nur größer skalieren vorstellen, nicht nur etwa im Hafenbereich, sondern eben auch tatsächlich auf eine ganze Stadt angewandt und schon kommt noch ein viel, viel größerer Hebel da hinein. Ja, und noch ein sehr, sehr aktuelles Thema. Ich meine, wir sind jetzt hier gerade mitten in der EM. Ich als Profifußballerin oder ehemalige Profifußballerin habe das natürlich auch stark verfolgt. Da habt ihr auch noch was ganz Spannendes Richtung Prozessoptimierung entwickelt. Vielleicht magst du da noch einen kleinen Einblick drüber geben. Ja, da nehme ich gerne auf, den Ball. Da geht es nämlich auch wieder darum, wir haben uns sehr früh in der Pandemie darüber Gedanken gemacht, was kann man denn tun, um eine Rückkehr zu einem Besuch in einem Fußballstadion auch tatsächlich zu ermöglichen. Und auch hier ist diese Quanten-Inspired-Technologie tatsächlich zum Einsatz gekommen. Wir haben eben Fußballstadien dahingehend optimiert, dass möglichst viele Zuschauer ins Stadion kommen können, unter Berücksichtigung der natürlich jeweils gültigen Abstandsregeln und Ähnliches. Und zwar da ein ziemlicher Dorn im Auge, dass wir festgestellt haben, da wurden beliebige Größen von 10.000 mal 20% und sonst was angewandt und ein starres Sitzplatzmuster. Und wir haben jetzt eben wieder genau diese Technologie dafür genutzt, um eine dynamische Sitzplatzverteilung zu ermöglichen und hier natürlich entsprechend mehr Zuschauer auch abzubilden. Wir haben dazu Feldtests auch tatsächlich gemacht. Im Falle des Olympiastadions in Berlin ist uns dann gelungen, gegenüber diesem starren Konzept, was Anwendung gefunden hat mit Einser- und Zweier-Sitzplatzmustern, tatsächlich bis zu 60% mehr Zuschauer ins Stadion zu bringen. Das wurde leider nicht freigegeben, weil halt eben noch die Gesundheitsämter und andere Ämter hier entsprechende Auflagen haben. Die Technologie steht zur Verfügung, auch die Kollaboration mit den Ticketing-Systemen ist da etabliert, sodass wir das auch jederzeit einsetzen können. Und jetzt sehen wir ja, es gibt schon die ersten Lockerungen, aber da sieht man eben auch, wie man das einbringen kann. Ja. Ja, du hast es gerade erwähnt, beim ersten Mal ging es erstmal noch nicht durch. Welche Voraussetzungen müssen denn eigentlich geschaffen werden, um genau solche Innovationen überhaupt auch benutzen zu können? Naja, erstmal ist es natürlich ein Thema der Bereitschaft und das war so ein Thema initial letztes Jahr, auch im Rahmen einer Werveranstaltung gab es die ersten Gespräche tatsächlich dazu, dass wir einfach mal darüber gelernt haben, geht sowas überhaupt? Und die ersten Gespräche mit den Vereinen führten dann direkt dazu, dass man festgestellt hat, naja, dieses Thema der Sitzplatzverteilung ist jetzt natürlich das eine, aber ich muss ja sehr stark mit dem Ticketing-Provider auch zusammenarbeiten, weil ich ins Ticketing-System hinein muss. So sprechen wir jetzt hier eben auch im Fall in Hamburg, glaube ich, hier direkt um die Ecke, die Eventim, die eins der Ticketing-Portale dann auch stellt, dass diese Ankopplung eigentlich besteht, diese auch Möglichkeit, diese Saalpläne, die dann dynamisch erstellt werden, auch darzustellen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, dass man das hinbekommt. Mhm. Ja, und tatsächlich kamen wir dann von A nach B nach C, das ein schönes Mobilitätsthema war, weil dann sofort natürlich auch gefragt wurde, naja, wie kommen denn eigentlich jetzt diese Zuschauer auch sicher zu ihren Plätzen? Ja, da war das Thema des Besucherstrommanagements sofort ein Thema. Wenn
wenn ich über Besucherstrommanagement rede, muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, wie kommen die denn tatsächlich zum Stadion? Nehmen sie entweder den Scooter oder nehmen sie den Bus oder die Bahnverbindung oder nehmen sie doch den PKW? Was ist also der nächste Parkplatz? Was ist die optimale Route von zu Hause? Mittlerweile reden wir eben über eine Ende-zu-Ende-Lösung, die halt im Ticketing-Portal nach Möglichkeit angeboten wird, auf dem mobilen Device auch angeboten wird, um eine optimale Reisekette darzustellen. Und schon merken wir, dass das Thema dieser optimalen Sitzplatzverteilung nur ein kleiner Baustein ist, der uns zu vielen anderen Dingen eben tatsächlich geführt hat, die immer zwangsläufig in so eine Mobilitätskette eingreifen. Und wie gesagt, das ist dann nur im Prinzip die Kirsche auf dem Kuchen, wie man so schön sagt, dass ich dann auch noch einen besseren Sitzplatz habe oder den Sitzplatz habe, der dann eben optimiert wurde und meiner Vierergruppe beispielsweise als Familie den optimalen Sitzplatz gewährt. Super spannend. Das ist im Endeffekt ja nicht nur, dass man auf Abstand sicher ist, sondern natürlich auch, wie kann man das Ganze optimieren, damit es am Endeffekt auch nachhaltiger ist. Nachhaltige Mobilität ist natürlich auch bei euch ein Thema. Jetzt haben wir gerade von Fujitsu gehört, eher von einem Technologieunternehmen, blickend auf die Mobilität. Aber Christian, bei euch passiert ja bei Porsche auch sehr viel bezüglich nachhaltige Mobilität. Vielleicht kannst du da noch einen näheren Einblick geben. Gehe ich gleich darauf ein. Ich würde vorher vielleicht kurz auf einen, also es war super spannend, ja, danke für die Use Cases. Was ich sehr spannend fand, weil ich glaube, da war ein Punkt, der mitschwingt, ist, wann kriege ich denn Innovation auf die Straße? Ne? Und eigentlich, was ich jetzt ganz schön fand, ist, Technologie kann einen echten Mehrwert schaffen durch Use Cases. Das Problem ist nur, ein Use Case oder Technologie ist hilflos, wenn es nicht auf die Straße kommt. Mhm. Und ich glaube am Ende, und das ist ein Kernproblem, wo du vorhin auch gesagt hast, es gehört Mut dazu. Das Mut ist das eine, aber am Ende, wir brauchen, glaube ich, verschiedene Parteien, um zum Erfolg zu kommen mit Innovationen. Du hast vorher die Pariser Klimaziele angesprochen. Wir haben jetzt den European Green Deal, der uns eine klare Ausrichtung gibt in Europa, wie wir als Gesamtkonstrukt Europa nachhaltig sein können. Und ich glaube, es ist nicht nur, dass wir aus der Wirtschaft Lösungen und technologische Lösungen schaffen, sondern wir brauchen auch die Rahmenbedingungen, auch den Mut in der Politik, wirklich zu sagen, wir machen das jetzt. Weil du hast vorhin gesagt, wir müssen auch prüfen, ob das denn geht. Also ehrlicherweise, wenn man sich China anschaut, es geht alles. Eigentlich geht alles. Es geht alles eigentlich. Es ist eher ein Mindset. Und deswegen war ich vorhin bei Hamburg mit Offenheit. Also Mindset ist, und Offenheit ist erstmal so ein Mindset für mich. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen ein sehr deutsches Phänomen mit, wir müssen erst mal prüfen, ob das geht und so, weil gehen tut erst mal alles. Ich glaube, man muss eher die Frage stellen, wie können wir Rahmenbedingungen gemeinsam schaffen, um voranzukommen, weil in meiner Auffassung European Green Deal, wir schaffen das nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen und jetzt alles ziehen, was technologisch auch im Endeffekt geht, um dieses große Ziel jetzt für Europa gemeinsam zu erreichen. Das ist ein ganz spannender Punkt, vor allen Dingen dieser Punkt, dass wir das Ganze nur gemeinschaftlich hinkriegen. Das ist natürlich auch bei Aware ein Riesenansatz, dass wir tatsächlich sagen, Nachhaltigkeit ist ein gesamtgesellschaftliches und natürlich auch gesamtindustrielles Problem oder eher eine Herausforderung. Das heißt, wir brauchen das gesamte Team und am besten versuchen wir auch noch unsere Expertisen und unsere Perspektiven zu bündeln und am Ende des Tages sogar vielleicht bessere Lösungen zu bekommen. Ihr wart ja auch schon mal Teil bei uns beim Impact-Projekt. Wie erlebst du sowas? Wie erlebst du tatsächlich, Jörn, ihr beide wart dabei. Wie habt ihr das erlebt? Diese kollaborative Energie, besteht die oder ist man teilweise immer noch so jeder in seinem eigenen Corporate-Gedanke oder teilt man tatsächlich auch Erfahrungen? Wir teilen nichts. Nein. Ich würde vielleicht nochmal auf die Frage, die du vorhin gestellt hast, weil das ist, glaube ich, sehr connected zu dieser Frage, die du jetzt gerade stellst. Ich glaube, Porsche ist auch in einer permanenten Status der Veränderung und des Neuerfindens sozusagen. Und ich glaube, viele Leute, wenn sie an Porsche denken, haben den 911er im Kopf, der dann sehr analog erstmal funktioniert. Aber wir haben sehr viele Initiativen, wo wir uns neue Technologien anschauen, ob das in der Produktion ist oder ob das im Auto ist, Richtung Elektroauto, Digitalisierung. Wir uns viele Themen Richtung AI, Blockchain etc. genauer anschauen. Immer mit dem Gedanken, können wir Prozesse verschlanken, die der Umwelt zugutekommen, aber auch natürlich Kosten reduzieren, weil ich glaube, das eine muss mit dem anderen einhergehen. Und glaube, ein wesentlicher Faktor, den ich sehe bei uns als Unternehmen ist, ich glaube, wir haben eine sehr starke Marke. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Porsche ist natürlich eine Nische. Und das ist eine Stärke und auch eine Schwäche zugleich. Ja, die Stärke ist sicherlich, ich habe ein sehr attraktives Segment, wovon wir ganz gut leben können. Das andere ist aber natürlich auch, wenn ich wirklich Impact haben möchte und Skalierung, funktioniert Nische nicht. Und das ist gerade in der digitalen Welt, also wir brauchen nicht eine App bauen,
die dann für unsere Kunden sind, aber eigentlich nicht weiter skalieren in andere Bereiche. Und das hat, glaube ich, bei uns sehr stark reifen lassen. Deswegen sage ich, war es für uns vielleicht am Ende sogar ein Vorteil, in einer Nische zu sein, weil wir dadurch, glaube ich, extrem offen sind für Kollaborationen und Partner, weil auch die Produkte, die wir herstellen, bringen wir nicht auf die Straße ohne Partner. Und deswegen ist mir das, glaube ich, als Grundbotschaft eigentlich auch wichtig, genauso wie in Europa nur zu dem European Green Deal kommen, gemeinsam mit verschiedenen Ländern, mit der Industrie, ist es für mich genau die gleiche Logik, wenn wir ein Geschäftsmodell bauen, funktioniert es nicht, indem wir sagen, das können wir alles alleine und wir müssen alles besitzen, sondern im Gegenteil, wir müssen relativ offen sein, wieder Thema Hamburg, Offenheit, und mit anderen kollaborieren. Und deswegen war das für uns ein Anreiz, eigentlich auf diese Aware-Plattform mit dazu zu kommen, um zum einen zu lernen und Inspiration zu kriegen, weil ich glaube, man ist häufig vermessen, auch als Corporate zu sagen, wir wissen schon alles, und eigentlich eher dorthin zu kommen und zu sagen, wir wissen eigentlich fast gar nichts und wir wollen eigentlich hier nochmal uns aufschlauen. Gleichzeitig auch in Dialog treten mit Kollegen Jörn, um auch einfach technologisch natürlich sich auszutauschen, weil durch diesen Dialog befeuert man sich gegenseitig so ein bisschen, weil wir können vielleicht auch beisteuern, was sind Probleme, die wir haben. Sind wir in Deutschland übrigens sehr gut, wir haben Probleme. Und gleichzeitig aber dann auch zu überlegen, wie schaffen wir denn Lösungen, um gemeinsam ans Ziel zu kommen, weil ich wirklich glaube, wirklich nachhaltig im Sinne von beständig, ja, weil ich glaube, nachhaltig wird häufig so als grün eher so eingestuft. Ich finde, Nachhaltigkeit hat mit der Begrifflichkeit für mich auch etwas von an Beständigkeit, und du hast vorhin regenerativ gesagt. Ich glaube, das sind für mich eher bessere Wörter jetzt als Nachhaltigkeit, weil es so ein bisschen Buzzword mittlerweile schon ist. Also wirklich eine beständige Lösung und eine regenerative Lösung zu finden, schafft man nach meiner Perspektive eigentlich nur mit verschiedenen Partnern, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. Ja, vielleicht ergänzend noch zu deiner Ausführung. Du hast es ja eben noch mal gesagt, dass wirklich das Technologie ist erstmal immer da, und das versuche ich auch inzwischen in die Köpfe zu bringen der Kollegen, der Kolleginnen hier bei uns im Hause, wenn wir solche Workshops machen. Ja, das nimmt uns jetzt mittlerweile auch der Kunde immer ab, dass es immer irgendeinen Rechner gibt oder andere Systeme gibt oder einen Service gibt, den man implementieren kann. Das funktioniert. Das muss man im Technologieunternehmen, ob es jetzt die Fujitsu ist in unserem Fall oder andere, einfach erstmal abnehmen. Und möglich ist erstmal alles. Das fand ich ein gutes Statement da von dir. Und das versuchen wir eben auch tatsächlich in Workshops, tatsächlich, die sie bei uns Human-Centric Design Workshops auch nennen, dann auch umzusetzen, indem wir einfach jemanden an den Tisch bringen, der vorher miteinander nicht gesprochen hätte. Und das ist eben auch die Idee ja bei Aware dahinter, hier Zusammenarbeit hinzubekommen, tatsächlich nicht nur mit den Branchen, die sowieso miteinander reden oder wir typischerweise mit dem IT-Department reden würden, sondern auf einmal ganz nah an irgendwelchen Startups sind, die Mobilitätskonzepte anbieten, anderen Stakeholdern, auch auf der öffentlichen Seite beispielsweise, jetzt in diesen Prozessen der Stadien, ja, sind wir sofort in einem städtischen Umfeld zumeist. Manchmal gehören die Stadien den Vereinen dann auch selber. Manchmal gehören sie den Kommunen. Wiederum gibt es andere Modelle. So, und du bist sofort in so einem Handlungsfeld, wo mehr als eine Partei dabei ist. Da geht es nicht darum, jetzt nur ein System irgendwo hinzustellen, dann funktioniert das, sondern tatsächlich auch diese Beständigkeit der Lösung zu implementieren, die auch weiterhin Bestand hat. Weil die Lösung, die wir jetzt gemacht haben, soll ja beispielsweise nicht nur im Rahmen der Pandemie Einsatz finden, sondern auch Möglichkeiten geben, andere Dinge darüber hinaus auch tatsächlich zu realisieren, ja, und sich dann darüber Gedanken zu machen. Guck mal, wir haben hier was. Und plötzlich sprudelt genau in solchen Workshops eben das raus, weil einer sagt, Mensch, wenn ich gewusst hätte, dass das technologisch möglich ist, dann hätte ich ja schon längst die und die Lösung hingekommen. Und das ist eben die Stärke eures Netzwerks, aber eben auch die Themen heute ganz anders anzugehen und nicht ausschreibungsbezogen irgendwelche Specs abzuarbeiten, die man dann liefert. Ja, und das muss man natürlich auch als Corporate tatsächlich auch lernen. Ja, dazu werden halt eben häufig auch dynamische Abteilungen oder Bereiche dann auch tatsächlich gegründet, die sich dieser Fesseln entledigen können und dann auch ein bisschen agiler ist ja auch immer so ein schönes Schlagwort, was man dann anbringt. Eigentlich heißt das nur, limitiert euch nicht selber. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, und das bietet dann eben auch die Zusammenarbeit, die wir dann hier haben und auch unser Membership. Absolut. Und ich meine, für uns ist ja auch sehr spannend herauszufinden, was sind eigentlich Challenges, die euch bewegen? Was ist bei euch auf der Nachhaltigkeitsagenda ganz weit oben? Um auch zu überlegen, wie können wir vielleicht auch in unserem Netzwerk Synergien schaffen, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Also so mal gesehen, irgendwann vielleicht sogar als Inkubator fungieren und die richtigen Leute zusammenzubringen, um eben auch nochmal neue Produkte, neue Netzwerke und auch ganz neue Lösungen zu schaffen. Ganz spannend. Christian, ich fand, du hast eben gerade einen ganz interessanten Punkt angestoßen. Und zwar Nachhaltigkeit ist ja eigentlich in aller Munde, aber so super neu ist es ja auch gar nicht. Denkst du, dass dieser Nachhaltigkeitsbegriff überholt ist?
also ich will jetzt keine semantische Grundsatzdebatte führen, aber also für mich ist so ein bisschen, also ich höre so häufig jetzt an, bei verschiedenen anderen Unternehmen, mit denen wir Kontakt haben, mit Nachhaltigkeit ist jetzt ein Trend und ein Top-Thema für uns. Und jetzt bin ich auch ein bisschen älteres Semester hier. Also ich meine, als ich jung war, gab es auch schon Ozonloch, FCKW, Waldsterben und diese Sachen. Das ist jetzt eigentlich schon auch Dekaden her. Und ich finde, wir müssen ein bisschen in der Diskussion wegkommen von Nachhaltigkeit ist ein Trend, sondern ich glaube, Nachhaltigkeit ist jetzt eigentlich. Also das war ein Trend vor 10, 20 Jahren. Nachhaltig ist jetzt ein Muss. Ja. Und wir brauchen jetzt mal Lösungen. In Hamburg oder im Norden sagt man, glaube ich, nicht schnacken, sondern machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Grundprinzip, wo wir alle selber, und da müssen wir uns alle selber am Schopf verpacken, hinkommen müssen. Und deswegen ist für uns jetzt, glaube ich, das Thema Impact-Projekte interessant, weil es nicht nur darum geht zu debattieren mit, oh, Nachhaltigkeit ist jetzt aber schon wichtig und da müssten wir was machen, sondern in die Action eigentlich zu kommen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr stark an diesem Punkt, was du auch gesagt hast, das eine ist jetzt Möglichkeiten zu haben, das ist aber komplett pointless, wenn ich das nicht auf die Straße bekomme. Ja, also am Ende zählt immer nur die Umsetzung bei allen Sachen, ob das jetzt im Unternehmen ist, ob das beim Startup ist, am Ende zählt nur die Umsetzung. Und ich bin nach wie vor so ein bisschen bei diesem Mindset-Thema, weil du es auch angesprochen hast, es nochmal. Ich glaube, im Englischen gibt es da schöne Begriffe, im Englischen gibt es so einen schönen Satz mit we need more why not us instead of yes but us. Und das ist am Ende, ich glaube, man muss sich, und an den schließe ich mich nicht aus, also wenn ein Meeting ist in Deutschland und dann kommt natürlich immer so ja, aber, und das ist schon der erste Moment, wo Dinge sterben, und ich glaube, wir müssen halt generell mehr lernen, in dieses warum nicht zu kommen in der Denkweise, um nicht Dinge sofort zu exkludieren, sondern wirklich eigentlich offen zu sein für Neues. Und du hast gesagt, das hat auch mit out of the comfort zone, also aus der Komfortzone rauszugehen. Deswegen, ich schließe jetzt nochmal den Kreis zu Hamburg. Am Ende ist ja out of the comfort zone, ist, wenn Erwartetes auf Unerwartetes trifft. Ja. So, und im Endeffekt ist das ja genauso in der Hafenstand wie auf eurer Plattform. Wenn ich komme, habe ich gewisse Sachen, die ich suche und erwarte. Wenn ich dann das Erwartete sehe, dann ist es ehrlicherweise ziemlich langweilig, weil das weiß ich ja schon alles, was ich erwarte. Ja, und das ist aber, glaube ich, auch so ein Corporate Reflex mit, wir suchen diese Technologie, dann kommst du an, erzählst mir genau das. Das hilft mir eigentlich nicht weiter, wenn ich ehrlich bin. Nee. So, und deswegen brauche ich ganz dringend eigentlich diesen Impuls, und es bedingt halt eben Offenheit, Leute auch zu treffen, die ich sonst nie treffen würde. Ja, weil mal, also jeder lebt auch in seiner Bubble und trifft sich nur mit Leuten, mit denen man sich gerne trifft. Aber ich glaube, es gehört auch dazu, sich mit Leuten zu treffen, mit denen man sich eben nicht gerne trifft vielleicht. Ja. Um dann aber offen zu sein im Dialog und Dinge mitzunehmen und für sich zu lernen und zu applizieren. Weil nur so, glaube ich, können wir jetzt auch in dieser digitalen Transformation und das Thema Nachhaltigkeit irgendwie meistern. Mhm. Wie du sagst, ich glaube, dieser Cross-Industry-Ansatz, also wirklich auch Brücken zu schlagen von anderen Industrien in unsere und umgekehrt, ist der Schlüssel, um überhaupt zu diesem Ziel Nachhaltigkeit eigentlich zu kommen. Das ist ganz spannend. Tatsächlich also die Scheuklappen weg, sei offen, neue Impulse wahrzunehmen, neue Kontakte wahrzunehmen und tatsächlich auch das, was du aufnimmst, auch wirklich durchzusetzen. Also diese Pionierarbeit, welche Voraussetzungen muss man für so eine Pionierarbeit denn vielleicht aber auch intern oder auch extern schaffen? Jan, du hast vorhin gesagt, man braucht dann auch Bereiche, die den Freiheitsgrad kriegen, dann frei denken zu können. Meine Erfahrung, ich war sowohl jetzt in verschiedenen Corporates, als auch ich habe jetzt einen gewissen Freiheitsgrad. Ich glaube trotzdem, dass das auch ein Mindset ist und keine strukturelle, organisationale Entscheidung. Weil, also mir wurde früher mal auch mal die Frage gestellt, hast du die richtige Struktur, um diese Themen auf die Straße zu bringen? Selbst in den verkrustesten Strukturen hast du immer den Weg, innovative Sachen auf die Straße zu bringen. Ich glaube, das hängt für mich an dem starken Willen ab, es auch zu tun und sich nicht von dem Weg abbringen zu lassen. Weil viele Leute, die ich treffe, die kommen eher aus der Logik, ja gut, also wenn ich dann alles Geld habe und alle Zeit, dann kann ich dann auch total innovativ sein und neue Sachen machen. Und ich denke mir dann so, ein Elon Musk, der abgefeiert wird, ja, auch zu Recht, der hatte so viele Steine entlang des Weges und jetzt ist er an einem gewissen Erfolg. Bei diesen Erfolgsgeschichten wird ja diese Steine alle nicht gesehen. Nur, ich glaube, wenn du in einem Unternehmen dich abbringen lässt und an diesen Steinen schon scheiterst, dann kommst du eben auch nicht voran. Und gesagt, diesen Leidensweg, den erfolgreiche Leute haben, der wird immer so romantisch ausgeblendet, aber das ist genau der Punkt, weshalb sie überhaupt dorthin kommen.
Ja, damals in der griechischen Mythologie gab es da so einen Begriff, wo es eigentlich heißt, so Hindernisse sind eigentlich dafür da, damit der Mensch wachsen kann. Und genauso sehe ich das auch in einem Unternehmenssetup. Wenn ich Hindernisse habe, ist mein Job, drumherum zu arbeiten und das als Sprungbrett zu nutzen, um es auf die Straße zu bringen. Und wenn ich es nicht auf die Straße bringe, dann war ich ehrlicherweise nicht konsequent genug in der Umsetzung. Und ich glaube, dass wenn man sich das vor Augen führt, egal in welchem Bereich ich bin, dann kriege ich auch Themen auf die Straße, aber es hängt wirklich vom Willen und Entschlossenheit ab. Und ich glaube, wir brauchen ehrlicherweise diese Entschlossenheit, um jetzt das Klimaziel überhaupt zu erfüllen, ja, weil die Uhr schon ziemlich stark tickt. Absolut. Und da einfach nochmal die Extrameile zu gehen und einfach nochmal diesen Impuls zu spüren. Ein ganz spannender Punkt, auf den ich gerne noch eingehen wollen würde, ist eigentlich, wovon jetzt viele immer reden, das neue Normal, the new normal. Wir haben jetzt in den letzten Monaten oder tatsächlich in den letzten 1,5 Jahren gespürt, dass wir sehr viele Veränderungen aufgrund der Pandemie durchlebt haben, beruflich von Homeoffice statt physische Meetings und Zoom-Calls statt eigentlich tatsächlich physische Meetings bis Reisevermeidung. Jörn, was ist deine Meinung? Ist es das New Normal, das auch bleibt? Und wenn ja, welche Anforderungen für die nachhaltige Mobilität bringt es mit sich? Also ich hoffe natürlich, dass es in vielen Stellen so bleibt. Ich war rückwärtig betrachtet vielleicht auch so ein bisschen erschüttert, dass man nicht vorher schon viel stärker die Themen, die man ja bereits möglich hatte, ja, Videocalls waren jetzt auch nicht bahnbrechend Neues oder Telefonkonferenzen, und jedem war eigentlich auch klar, naja, es ist keine pfiffige Idee, für 15 Euro von irgendeinem Flughafen quer durch Europa zu fliegen und sonst wo hinzugehen für einen Meeting. Das war jedem ja tatsächlich auch schon klar. Deswegen hoffe ich natürlich, dass das auch so bleibt und jetzt auch die Unternehmen beispielsweise nicht wieder dazu tendieren, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zwanghaft in die Büroumgebung auch tatsächlich wieder zurück zu beordern, ja, muss man teilweise schon fast sagen, sondern auch hier genau diese Flexibilität tatsächlich auch zu wahren. Jetzt spreche ich aus einem Umfeld, wo wir schon stark mobil arbeiten konnten. Das ist natürlich nicht in allen Bereichen des Lebens auch tatsächlich auch möglich. Da wird natürlich auch jeder wieder Tendenzen haben, dass er das machen muss. Aber ich denke halt, man darf jetzt keinen Druck anwenden oder jetzt irgendwelche Corporate Guidelines geben und sagen, ich möchte aber 10, 15, 20% der Mitarbeiter auch tatsächlich wieder am Standort haben. Das ist, glaube ich, falsch. Und jeder Einzelne muss sich eben tatsächlich auch nochmal hinterfragen, was ist denn jetzt notwendig in Sachen der Mobilität? Hm. Muss ich jetzt wirklich morgens um 5.30 Uhr mit roten Augen am Flughafen oder am Bahnhof stehen und irgendwo hinreisen für ein fragwürdiges Meeting, dessen Auswirkungen ich womöglich auch remote haben kann, weil ich einfach schon weiß, was da eigentlich passieren würde? Kann ich das vermeiden? Kann ich das bewusster tun? Auch ich bin in der Vergangenheit eben auch häufig in Japan unterwegs gewesen und war dann tagelang, die Tendenz wird jetzt vermutlich sein, dann einfach länger dort zu bleiben, bewusster da zu sein und etwa nicht mehr für 3, 4 Tage tatsächlich da auch hinzufliegen. Das ist so ein Punkt, oder eben auch Reisen innerhalb Deutschlands, Europas möglicherweise komplett zu vermeiden oder halt einfach sinnvoller zusammenzulegen mit einem gewissen Vorlauf. Deswegen glaube ich schon, dass das ankommt und auch tatsächlich auch genutzt werden wird, dieses Thema, dass man das auch aufrechterhält. Ne? Ja. Merkt ihr dann bei euch schon im Kreise, dass sich da wieder eine Entwicklung zurück stattfindet, also tatsächlich, dass wieder mehr ins Office gegangen wird, dass es vielleicht sogar auch gefordert wird? Nee, wie gesagt, also diese Forderung besteht bei uns auf keinster Weise, sondern es ist im Prinzip eine stufenweise Wiederöffnung dieser Bürostandorte als solches. Aber wir üben da jetzt auch von unserer Company aus, von der Fujitsu aus, keinen Druck aus, tatsächlich irgendwelche Füllgrade wieder zu erfüllen, damit sich auch die Office-Flächen dann auch rentieren. Wir erleben auf der Seite der Kunden und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, dass dort auch unterschiedliche Modelle angewandt werden. Und wie an ein paar Fällen bin ich dann auch so ein bisschen erschüttert und hinterfragt das dann natürlich auch, warum wollt ihr denn jetzt wieder eure 10-15% tatsächlich am Standort haben? Wir erleben aber auf der anderen Seite, dass die Bereitschaft, sich zu treffen, auf jeden Fall da ist, das aber viel bewusster. Ne? Also wirklich der Kreise derer, die sich dann da treffen, wird anders ausgewählt, habe ich das Gefühl.
Und man ist sich dann auch klarer, dass man ein Ergebnis erreichen möchte in der Zeit, die einem dann zur Verfügung steht, und bereitet die womöglich auch vor und geht da auch anders mit um, mit dem Thema Zeit. Ja, dieses Abgehetzte ist natürlich jetzt so ein bisschen weg, und man hat die Möglichkeit dadurch auch geschaffen, wenn ich jetzt diesen Workshop anberaume oder diese Telefonkonferenz dann habe oder Workshops habe, ob virtuell oder reell, dann möchte ich auch wirklich, dass was mitgenommen wird und was umgesetzt werden kann im Anschluss. Das nehme ich so wahr und sehe ich auch in der Fläche bei uns. Ja, finde ich ein total spannendes Thema. Ich meine, wir als Start-up, wir profitieren natürlich auch davon, dass wir noch relativ klein sind und damit auch sehr dynamisch und flexibel sein können. Aber tatsächlich war es bei uns tatsächlich auch so, dass auch in unserem Hiring-Prozess dieses Remote-Work auch stark gefordert wurde. Gut, wir sind natürlich auch Berlin. Berlin ist frei wie ein Vogel. Das heißt, da wird es tatsächlich noch mal ein bisschen mehr gefordert. Aber ich finde es total spannend zu beobachten, dass es bedarf nicht unbedingt diese physische Präsenz tagtäglich im Office, weil es gibt so viele Aufgaben, die man auch effizienter alleine zu Hause bewältigen kann. Und was ich auch spannend finde, ist eben die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter. Es gibt die frühen Vögel, es gibt aber auch diejenigen, die lieber länger schlafen und lange arbeiten. Und ich glaube, diese gewisse Flexibilität ist ganz spannend, um einfach nochmal das Beste aus den Mitarbeitern rauszuholen. Und wenn man sich dann trifft, tatsächlich sehr qualitativ hochwertige Auseinandersetzungen hast, Teamworkshops hast, tatsächlich auch wirklich vorankommst. Damit sind wir schon fast am Ende. Ich habe noch zum Schluss noch mal drei spannende Fragen für unsere Gäste mitgebracht. Jörn, ich würde gerne mit dir anfangen. So, Frage Nummer eins. Was war eigentlich so dein persönlicher Es muss was passieren, Moment? Also der persönliche Es muss was passieren, Moment war tatsächlich auch vor der Situation, wie wir es jetzt vorgefunden haben, wo auf einmal von 0 auf 100 alles zurückgefahren wurde. Und ich mir dann schon die Frage stellte, warum stehst du jetzt eigentlich hier heute Morgen am Flughafen und hetzt von einem Termin, fliegst nach München, um nachmittags in Frankfurt zu sein und am Abend vielleicht in Hamburg ins Hotel zu gehen. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, muss das eigentlich alles sein? Also das war dann auch nochmal durch die pandemische Situation dann auch nochmal getriggert, dass man sich dann auch die Möglichkeit hatte, sich da einfach selber zu hinterfragen, ist denn das, was ich da aufwende, ist das überhaupt gerechtfertigt, ja, um die Ziele dann zu erreichen, für mich persönlich die Abschlüsse hinzubekommen, die Projekte anzuleiern und weiterzumachen, oder kann ich das nicht auch anders tun? So, das war so der persönliche Aha-Moment, mich dazu hinterfragen und zu sagen, nee, das muss eben nicht sein. Und auch so wie wir heute hier sind, ist das direkt verknüpft mit 3, 4 anderen Terminen und Gesprächen, die wir einfach haben, wofür ich mir dann auch bewusster, wie es eben schon gesagt hast, die Zeit nehme und auch das dann anders anwende, als ich es vorher getan habe. Ja, super spannend. Bezug auf eure Corporate Nachhaltigkeitsstrategie, gibt es da in irgendwelchen Teilbereichen noch Luft nach oben oder wo könntet ihr euch verbessern? Ja, das eine ist natürlich dieses, wie eben schon angesprochene Thema, ja, sich wirklich, und ich nenne das immer bei uns auch diese Business-Inkubation. Ich glaube, du hattest eben gesagt, naja, der Proof of Concept ist ja immer möglich, den kann ich technologisch abbilden, aber direkt größer zu denken, wie sieht denn dieses System aus, wo ich da dann auch reingehe? Und das ist natürlich die Luft, die nach oben in so einem Unternehmen immer wieder da ist, die Leute dahingehend zu ermutigen, ja, muss man ja schon sagen, und befähigen, darüber hinaus zu denken und den Kontext einfach viel größer zu spannen und nicht in dem Bereichsgrenzen, wie es mir eben gesagt hat, so organisatorisch sich da irgendwo durchzuwabern und zu überlegen, naja, wenn ich jetzt über die Sitzplatzoptimierung nachdenke im Stadion, dann hat das sofort da und da den Impact, also viel größer auch zu denken und das auch dazu zu ermutigen. Da haben wir natürlich Luft nach oben, weil so ein Corporate natürlich auch immer so wie so ein Korsett ist, das die Mitarbeiter gefangen hält. Ja, ja, aber welche Bereiche macht ihr schon gut? Wir machen die Bereiche gut, dass das eben tatsächlich auch in der Corporate DNA der Fujitsu immer das Thema, was kann ich der Gesellschaft zurückgeben, eben jetzt nicht seit 5 Jahren verankert ist, sondern das Unternehmen gibt es seit über 80 Jahren und ist tatsächlich auch dadurch gegründet worden, um damals der Gesellschaft eine neue Telekommunikationsinfrastruktur nach einem Erdbeben zur Verfügung zu stellen. Das ist eben tatsächlich da auch verankert und schafft Mobilitätskonzepte, schafft andere Ansätze und das muss man einfach nach vorne tragen und muss immer wieder man würde jetzt neudeutsch sagen, immer Purpose nach vorne stellen, ist es natürlich nicht, aber das muss noch viel stärker ausgestellt werden und das, glaube ich, ist einfach schon mal da. Ja, lieben Dank. Christian,
Jetzt bist du dran. Bei dir würden wir das Ganze nochmal lieber von der etwas persönlichen Seite beleuchten. Mhm. Auch natürlich in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Was war für dich im Persönlichen der Aha-Moment? Ich muss zugeben, das war bei mir, und das ist, glaube ich, auf, also ich kann es linken zu Nachhaltigkeit, war durchaus früher, also als ich 17 war, hatte ich ein relativ einschneidendes Erlebnis, was wahrscheinlich sogar fast zum Tod geführt hätte. Und das war eigentlich eine sehr gute Erfahrung. Ja? Also ich versuche immer, die positive Seite des Lebens zu sehen. Ja. Weil wenn du das einmal erlebt hast, wird dir sehr krass bewusst, wie setzt du deine Zeit ein. Und ein Mensch lebt statistisch im Durchschnitt 24.000 Tage. So, ich lebe jetzt nicht mehr 24.000 Tage, obviously. Aber du fragst dich dann schon, wenn du nicht mehr 24.000 hast, was machst du mit deinem Tag heute und was hast du heute bewirkt? Ja. Und wenn du das hinterfragst, und das hat jetzt ein bisschen vielleicht nochmal, wo du vorher über New Normal gesprochen hast, also auch hier semantisch habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil ich will gar kein Normal, ehrlicherweise. Mhm. Ja, also Normal ist eigentlich für mich eher uncool, sondern die Frage ist eher so, wie kann ich Erlebnis schaffen und wie kann ich Qualität schaffen, also für den Mitarbeiter, aber auch für mich, wie kann ich Impact schaffen an einem Tag? Und ich glaube, wenn du das so hinterfragst mit heute ist mein letzter Lebenstag, was habe ich heute bewirkt in meinem Arbeitstag, was habe ich in meinem Privatleben heute bewirkt, gehst du viel, viel bewusster und viel fokussierter und mit mehr Effizienz eigentlich an so Themen ran, weil ansonsten, früher saß man, also ich saß in 20 Meetings, wo ich keinen Impact hatte und dabei war. Und mittlerweile bin ich mir sehr bewusst dessen, ich mache ein Meeting nur dann, wenn ich persönlichen Impact habe und irgendwie etwas bewegen kann. Und ich glaube, wenn man so vorgeht, und das ist natürlich eine sehr krasse Methodik, dass wir fragen, so was passiert, wenn ich morgen tot bin, aber es erdet dich brutalst auf das Wesentliche und alle, was nicht so wichtig ist, mal auszublenden und zu fokussieren. Es ist super spannend, also tatsächlich mir zu fragen, wofür will ich eigentlich stehen am Ende des Tages? Impact, Nachhaltigkeit. Wie sieht es denn bei dir privat aus? Bist du schon in einem nachhaltigen Lebensstil angekommen oder was läuft vielleicht noch nicht ganz so rund? Ich bin null angekommen, würde ich sagen. Würde ich mich jetzt mal outen. Und ich glaube, weil da gehört auch Ehrlichkeit dazu bei diesem Thema. Und der erste Schritt ist erstmal Selbsterkenntnis. Deswegen würde ich erstmal sagen, ich glaube, ich bin sehr weit weg vom Idealzustand. Und das ist aber auch so ein bisschen, was ich bei euch auf der Plattform eher neben dem Business-Siding mitziehe, ist, aus dem Privaten, wo kann ich denn erstmal bewusster werden? Weil es gehört erstmal dazu, bewusst zu werden, was mache ich denn nicht richtig? Und das Zweite, glaube ich, ist aber auch den Weg gezeigt zu bekommen, wie werde ich denn nachhaltig? Weil das ist natürlich immer einfach zu sagen, so, oh, du bist jetzt aber nicht nachhaltig. Das hilft mir als Person dann nicht weiter. Ich brauche irgendwie auch eine gewisse Guidance und Hilfestellung, wie ich zu diesem Ziel im Endeffekt hinkomme. Und deswegen bin ich mir sehr bewusst, dass ich noch nicht angekommen bin. Aber wie gesagt, ist es, glaube ich, umso besser, sich dessen klar zu sein und dann zu sagen, ich muss jetzt einige Dinge ändern, die kleine Schritte sind, so wie der Taxifahrer, der die Klimaanlage gestern ausgeschaltet hat, wo ich gelitten habe, aber war ein kleiner Beitrag. Ja. Und über kleine Schritte eigentlich zum Ziel zu kommen, weil ich glaube, keiner als Unternehmen, als auch Individuum wird jetzt von heute auf morgen super nachhaltig halt sein. Und ich glaube, wir tun manchmal so ein bisschen, finde ich, so mit, wir sind alle schon super nachhaltig und wir machen alles toll, etc. Und da bin ich, glaube ich, jetzt auch vielleicht an dem Punkt dann zu negativ zu sagen, so, ich bin noch ganz, ganz am Anfang und muss echt den Hebel noch mal stärker umstellen, aber ich brauche halt einzelne Schritte, um dorthin zu kommen. Absolut. Ich stimme dir zu 100% zu. Und ich glaube, was eben in diesem Kontext total wichtig ist, dass man da ohne diesen erhobenen Zeigefinger mit umgeht. Also tatsächlich, dass ich dir nicht sage, Christian, du bist noch nicht nachhaltig, du musst jetzt nachhaltig werden, sondern dich tatsächlich auf dieser Reise mitnehme und dir versuche, in einer positiv lebensbejahenden Art und Weise dabei zu helfen, nachhaltiger zu werden. Und absolut, Step by Step ist definitiv gesünder, als von heute jetzt zu sagen, von heute auf morgen, wir müssen alle carbon neutral sein, weil realistisch gesehen wird das, glaube ich, nichts. Lieben Dank, es hat mich sehr, sehr gefreut, euch dabei zu haben. Ich hoffe, wir haben ein paar Takeaways. Ich habe jetzt mal ein bisschen gelauscht in die letzten Minuten. Ich würde sagen, jeder darf sein spezifisches Takeaway mal nochmal den Gästen mitgeben. Also mein Takeaway war definitiv, vor allem nach der Ansprache von Christian, es ist total wichtig, dass wir beginnen und dass wir Step by Step nachhaltiger werden, weil mit der Lanze wird das nichts. Sollen wir die Lanze jetzt kommentieren? Christian, was ist dein Takeaway?
glaube, ich könnte jetzt sehr viele schlaue Sachen, ich würde es mit dem Nordischen machen und nicht schnacken, zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Spannend. Jörn, dein Takeaway. Ja, mein Takeaway hat tatsächlich auch schon viel früher begonnen, nämlich indem ich euch dann kennengelernt habe und mir dann einfach diese Fragen gestellt habe, die wir eben hatten. Redet einfach mal mit Leuten, die nicht in dem normalen Dunstkreis eures täglichen Seins und Lebens sind, sondern öffnet euch da. Und das war ja genau das, wo ihr mich dann auch tatsächlich mitbekommen habt zum Thema Aware, sich auf einmal über nachhaltiges Möbeldesign beispielsweise Gedanken zu machen oder über andere Aspekte und mich dann auch da rauszuholen, wo ich mich total wohlfühle in dieser Technologie, in anderen Dingen. Ja, und das ist der Impuls, den ich gerne mitgeben würde, auch allen da draußen. Redet mit Leuten, mit denen er sonst nicht redet und hört euch deren Probleme an und Handlungsfelder an und denkt einfach mal in deren Schuhen oder in deren Welt. Das ist so das, was ich persönlich mitnehme und auch rausgeben wollen würde. Ja. Das war ein schöner Abschlusssatz. Vielen Dank, Jörn. Vielen Dank, Christian. Und jetzt übergebe ich zurück an Carla.